Hungrig? Endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sliro. Ich bin nicht hier, um mehr Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Latinekoluta. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, ha? Schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Ja, und damit ein herzliches Hallo und willkommen zu Star Wars Outlaws. Ja, auf meinem Kanal sind Let's Plays ja zurzeit eher eine Seltenheit geworden, aber ich habe von Ubisoft einen Key zur Verfügung gestellt bekommen und ja, wir haben das am Dienstag auch schon im Stream gespielt auf Twitch. Wenn ihr da mal zuschauen wollt, könnt ihr da gerne mal vorbeigucken. Da findet ihr mich auf shazadi_spielt. Und ja, da haben wir wie gesagt schon reingeguckt und mir gefällt das Spiel tatsächlich extrem gut. Ja, ich habe auch. Und ja, dementsprechend wollte ich es euch jetzt hier auf YouTube auch mal ein bisschen zeigen. Zeit für richtige Schlösser. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Okidoki. Wir brauchen richtiges Essen. Sieht ekelhaft aus. Okay, wir hatten eine Abmachung. Das war nicht billig, die Polizei von dem Fall abzuhalten. Aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Hehler im Arbeitsviertel gefragt und du hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit ihnen abrechnen, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir 3 Tage. Das nehmen. Oh. Nichts als Schulden. Unser Nix hat Hunger. Ja, Nixi, ich komme. Nix ist zuckersüß. Und so eine unglaubliche Hilfe. Ja, ich komme, Nix. Der zerbrochene Hof. Was? Du
Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Bram ist ein guter. So, wir haben einen neuen Questgegenstand. Einen defekten Datenstift. Hier können wir tatsächlich auf Rennen wetten. Nur das hier sind keine Pferde, das sind Fahrtiers. Und ja, verzeiht es mir, wenn ich hier nicht alle Rassen, Fraktionen etc. namentlich kenne. Ich bin tatsächlich, die Leute, die mich kennen, wissen das, gar kein großer Star Wars Geek, aber das Spiel macht einem schon Lust darauf, sich doch mal damit zu befassen. Also hier könnt ihr wie gesagt wetten. Wer läuft denn heute? Und ja, da wir aber noch nichts haben, werden wir auch noch nicht wetten. Aber es ist schon cool, dass man hier die Möglichkeit hat, seine Credits ein bisschen zu vergrößern. Uhu! Und jedes Mal, wenn ihr hier diese schwarzen Balken habt, sind wir in einer Filmsequenz, wo ich tatsächlich nichts tun kann. Aber die Filmsequenzen gefallen mir hier extrem gut in dem Spiel, von daher einfach entspannt zu gucken. Oh, Feuerwerk! Mit einem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. So, wir sollen wir gehen zu Breban. Den Datenstift reparieren lassen. Dann brechen wir Tasus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Hm. Okidoki. Also, ihr seht ja hier zum Beispiel rechts ist der weiße Punkt und darüber ist so ein kleines Symbol. Es sieht ein bisschen aus wie ein Axolotl, aber tatsächlich finde ich, sieht nichts auch aus wie ein kleines Axolotl mit Fell. Und ja, mit einem Drücker auf Q holt uns nichts das. Und wir werden jetzt erstmal ein bisschen looten gehen. Denn wir brauchen, um den Stift zu reparieren, das weiß ich jetzt schon aus dem Stream, brauchen wir halt 100 Credits. Ja? Und deswegen sammeln wir uns da vorher schon mal so ein bisschen Geld zusammen. Oh, was seid ihr denn für Süßis? Ja, hallo. Was sind das für Süßis? Das sieht aus wie Kängurus. So, hier könnten wir sitzen. Hier haben wir eine Polizeiwache. Die können wir bestehlen mit nichts. Einfach unauffällig irgendwo stehen bleiben. Auf dich jetzt verlassen nix. Oh, guck mal, jetzt haben die auch ein Pünktchen. Oh, streicheln. Oh ja. Hey. Hallo. Na, du Feini. Die haben wirklich Schweinenasen, wa? Känguru, Schweineratten. So, wir gucken uns mal ein bisschen weiter um. Also wie gesagt, die Polizei immer schön beklauen. Nicht vergessen, wir sind Gauner. Na, wir gehen erstmal hier oben hochgucken. Das ist hart. Ich bin von Corellia hierher gekommen. Das waren die Sieger. Hier kann man noch was aufheben. Immer schön alles looten. Ich mag die Stimmung hier in der Stadt extrem, weil die, ja, so dieses Verrauchte, Vernebelte und alles andere als Schnieke
Das gefällt mir schon sehr, sehr gut hier. So, wir sollen Tab halten, um den Standort des Ziels anzuzeigen. 78 Meter, sehen wir. Alles klar. Ich habe schon gehört, dass sie mich gerufen hat, aber... Da ruft uns auch noch jemand. Also ihr könnt es sowohl nichts holen lassen, als auch selbst holen. Sehr gut, mein Freund. So, ich möchte hier nichts übersehen. Was ist das? Die Rechnung für die drei Milo-Runen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Nix so würde sowas nie tun. Einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komme ich ihn mir holen. Wenn du einen Finger an nix tust, hast du keine Finger mehr, mein Freund, das schwöre ich dir. So, dann rennen wir hier wieder hoch. Mit ihm haben wir gequatscht. Komm mal her. Ja, ich komme. Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Ja, und meine Knie machen das auch tatsächlich so überhaupt nicht mehr mit. Tut mir leid. Sorry. So, dann gehen wir hier erst noch ein bisschen rechts gucken. Was macht er denn da? Kaum zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club zwei völlig intakte Konverter gefunden. Du weißt, so, dass das die sechste Sippe ist. Ja, die haben mich vertrieben. Meine Kredits habe ich auch verloren. Willst du das haben, nix? Muss sie später noch holen, aber erstmal sollen die sich ein bisschen beruhigen. Ach, da wären wir später auch noch hingekommen. Na, egal. Hup. Weiter so. Danke, nix. So, hier kommen wir zwar auch später noch mal her. Hier könnt ihr dann in-game auch Games spielen. Die sind aber erst verfügbar, wenn ihr den Datenstift repariert habt. Das ist immer ganz witzig. Und, Parkplatz? Oh. Hoppla, mein Fehler. Sorry. So, hier können wir nichts wieder draufschicken. Ich habe die Wette für Sie platziert. Dankeschön. Nix ist ein Feini. Hier haben wir noch ein bisschen. Wie gesagt, am Anfang immer looten, 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 denn wir brauchen Credits. Deswegen gehe ich hier einmal... Aha, seht ihr, es ist aber halt auch... Oh, nochmal Credits. Es ist halt auch in jeder Ecke was, ne? So, dann gehen wir hier aus der Gasse nochmal raus, weil hier kommen wir eh gleich nochmal her. So... Entschuldigung. Gibt es hier oben noch was? Da hat Nix ja eben schon geholt. Wie läuft das Geschäft, Walek? Viel zu gut. Ich komme nicht weg, um auf die Fatir-Rennen zu setzen. Dabei habe ich einen heißen Tipp bekommen. Ich könnte die Wette für dich platzieren. Wir sind ja Freunde. Ach ja? Das wäre klasse. In der Nähe ist ein Datenblock von einem Freund mit dem Namen des Siegers. Finde ihn und setze alles. Kein Problem. Okay. Ah. Was meinst du, Nix? Sollen wir zurück in den Zug? Wenn ich du wäre, würde ich auf das größte Fahrtier wetten. Auf das größte. Alles klar. Oh, er tut mir fast leid. Aber ich brauche die Kredits dringender als er. Richtig. Hier kommen wir auch gleich nochmal her. Das ist unser erster Händler. Alle Händler beim Kanto Cup. Aber wir gehen jetzt natürlich erstmal kurz Pferde wetten. Fahrtier. Entschuldigung. Das wird einen Moment brauchen, bis ich das nicht mehr als Pferd betitel. Hallöchen. Auf das Größte, ne? Es gibt einen Hinweis auf die Größe des siegreichen Fahrers. Manipuliertes Rennen. Das ist dann 320, 32, 32, 35, 31, 29. Also automatisch hier der rasende Blitz.
Nehmen wir. Kann ich irgendwie. Das bedeutendste Rennen der Galaxis. Ich würde gerne mehr setzen. Komm schon, bring mir Glück. Ich habe ein gutes Gefühl. Nein! Es gehen nur fünf. Hier gehen gerade nur fünf Königs rein. Warum? Normal kann man das später erhöhen. Welch ein Zufall. Ich wusste es. Was für eine knappe Entscheidung. Genau das will man sehen. Wir haben gewonnen. 131 Credits. Ja gut, ich denke mal, das ist jetzt hier am Anfang auch nur, um es zu zeigen. Weil normal kann man mit A und D dann entsprechend den Wert erhöhen. So. Wie gesagt, hier kommen wir, obwohl wir kommen ja hier eh nochmal vorbei. Wir dürfen dann nur nicht vergessen, den Rest noch zu verkaufen. Mit F1 bekommt ihr immer eine Hilfe. Entsprechend zu den Händlern. Händler verkaufen eine Vielzahl spezieller Waren von Ausrüstung über Informationen bis hin zu Materialien, die Kay für die Verbesserung ihrer Fahrzeuge und ihres Blasters braucht. Dem Syndikat nahestehende Händler. Bei Syndikaten nachstehenden Händlern zählt der Ruf. Die Waren sind teurer oder billiger, je nachdem, wie es um Kays Ruf bestellt ist. Dem Syndikat nahestehende Händler bieten ihren besten Waren nur vertrauenswürdigen Kunden an. Kay kann Zugriff auf ihr VIP-Angebot erhalten, indem sie ihren Ruf verbessert. Bei Händlern kann Kay überflüssige Gegenstände verkaufen, gestohlene Wertgegenstände eingeschlossen. Der Verkaufspreis wird von ihrem Ruf nicht beeinflusst. Manche Händler verlangen bestimmte Waren im Tausch gegen nützliche Gegenstände. Und durch das Abgeben von vertraulichen Datendisks bei Händlern, die einem Syndikat nahestehen, kann Kay ihren Ruf verbessern. Also ihr könnt hier Sachen kaufen, aber wir haben schon zwei davon. Das sind solche Madpens und können hier Dinge verkaufen. Und ihr seht es auch immer, da steht dann bei, dieser Gegenstand hat keinen Nutzen und kann bedenkenlos verkauft werden. Let's go, alle fünf. So, jetzt haben wir schon 191 Credits. Besten Dank. Einen schönen Tag noch. Und das war eben so ein bisschen falsch ausgedrückt. Also nicht nur bei Händlern bekommt ihr mit F1 Hilfe, sondern generell. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, wenn man Q gedrückt hält. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Sieht man halt die Aktionen, die gerade mit Nix möglich sind. Gut gemacht, Nix. Nochmal 25 Credits. Na. Läuft. Oh, Moment, da war ein Schlitz. Ah, da kann man ja durch. Den sehe ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Und es hat sich gelohnt. Ein paar Credits für uns arme Seele. Sonst ist hier nichts weiter. Nix. Da. War was? Schubdubidu. Ich habe genug Teile geborgen, um die sechste Sippe zu schmieren. Denen ist egal, woher das Zeug stammt. Kredits sind Kredits. Das ist richtig. So, wenn wir jetzt mal Tab gedrückt halten, sehen wir, dass wir da direkt hin müssen. Aber ich sehe hier auch noch Loot glänzen. Nehmen wir erstmal schnell mit. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, hier kann man nicht her. Euch kann ich nur wieder streicheln. Das Kleber.
wahrscheinlich die Rennvorbereitungen beobachtet. Ja, wir gehen da auch gleich rein. Aber ich will noch kurz hinten in die Ecke gucken. Gut gemacht, Kleiner. Mitnehmen. Und jetzt können wir zu Reban. Reban. No patake. Chichi no gabetisa tugamna. Una six king pint ut jidwana uba japago ya massiv no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis kalif. Sosa uba robada dies. So ein Pitch Crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sati uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Aku, an uba tinka sakutu utwata? Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Reban. Hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Hey, Niki, tut kapa jakrida. Ube satutu tat no lia jakanto kup. Je kapa uba tat. Oh, ein Kompliment. Vielleicht komm Nix und ich dich mal besuchen, wenn wir reich sind. Uba tinke je du kikiyuna ke. Aqua basabata. Ist ja schon gut. Na gut, probieren wir ihn aus. So, dadurch, dass wir jetzt direkt die 100 Credits schon dabei hatten, konnten wir den Stift direkt reparieren lassen. Ansonsten muss man dann halt nochmal weggehen und sich die Credits zusammensammeln. Und hier haben wir direkt ein Übungsschloss. Und hier müsst ihr jetzt quasi auf diesen Takt hören und das mit einem Mausklick jeweils festsetzen. Funktioniert prima. Und so öffnet man die Schlösser. Ja, das war jetzt auch noch ein leichtes. Da gibt es durchaus schwerere. Und das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Weiter so. Danke, Nix. So, wir verkaufen gleich erst nochmal. Den haben wir schon beklaut. Schade eigentlich. Verkaufen wir jetzt erst nochmal unseren restlichen Stuff, den wir jetzt noch gesammelt haben. Wenn Sie etwas brauchen. Kann bedenkenlos verkauft werden. Manchmal steht dann da auch bei, wenn ihr Sachen habt. Zwar unten kann bedenkenlos verkauft werden, also hier. Aber oben steht ja, könnte euch aber auch noch nützlich sein. Und die Sachen, die verkaufe ich dann nicht. Weil könnte ja noch nützlich sein. So, wir gehen hoch zum Club. Also ihr könnt jetzt könnt ihr zum Beispiel hier spielen. Machen wir eine Verschnaufpause. Okay, let's go. Warum mache ich das? Ich habe für sowas gar keine Reflexe mehr. Schnell, es wird zu schnell. Oh Gott. Aua. 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 Ich habe für sowas keine Reflexe mehr. Ich bin zu alt für sowas. Fast. Wann
ist das zu Ende. Ach, jetzt. Auf ganzer Linie versagt. Besser als letztes Mal. Oh, naja. Ich meine, wir sind immerhin nicht letzte. Na gut, Nix. Gehen wir. Ja, und hier habt ihr auch noch ein anderes Spiel, wo ihr so Flotten abschießen müsst und ja. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Ich liebe Spiele in Spielen. Aber wir sollen hier in den Club. Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Ich kann zahlen. Lustig. Okay. Komm, Nix. Suchen wir unseren eigenen Eingang. Genau. Scheinen wir durchzupassen. Hier sind wir schon. Da. Jetzt geht es einen Raum hier rum. Mehr. Also immer schön da auf den Takt achten und dann. Komm, wir machen hier lieber mal zu. Sieht unauffällig aus. Festhalten, Nix. Es geht aufwärts. Dafür haben wir immer einen Kleiderhaken. Einen Enterhaken bei uns. Obwohl ein Kleiderhaken ging wahrscheinlich auch. So. Das Klettern und ähnliches funktioniert auch ausgesprochen gut. Und auch jetzt sage ich mal, die Aktionen, die Nix ausführen kann, finde ich, funktionieren wirklich reibungslos. Sehen wir jetzt zum Beispiel hier. Wir können die Tür nicht öffnen. Aber Nix kann da rein. Und öffnet uns die Tür. Und ja, diese Sachen funktionieren tatsächlich alle extrem gut. Und wir... Alles klar. Sind jetzt über die Toilette hier in den Club gekommen. Immerhin. So, Club Tarsus. Wir sind drin. Stiehl die gefälschte ID-Karte aus dem Büro. Alles klar, machen wir auch. Aber nicht mehr in dieser Folge. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Start gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder auch mal im Stream auf Twitch. Wie gesagt, unter Shazadi_spielt findet ihr mich dort. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao.